Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Jack und Kätzchen in Belgien unterwegs. Und ja, wie soll man es anders erwarten, wenn ich mit Jack unterwegs bin und Kätzchen? Oder letztes Mal mit Jack nur alleine. Ja, wieder Dornen, Brennnesseln. Mitten im Urwald wieder. Meine Lieblingsaktion. Ich habe aber eine lange Hose an, einen langen Pullover. Die Sonne scheint, also Regen wird auf jeden Fall nicht kommen. Hoffe ich. Sagt niemals nie. Und jetzt müssen wir uns noch ein bisschen den Weg durchkämpfen. Hier ist nämlich ein verlassenes Hotel direkt an einem See. Ich glaube, hier hat auch mal richtiger Sturm durchgeweht und die ganzen Bäume umgerissen. Aber so weit weg kann das nicht sein. Wir müssten eigentlich schon gleich drauf zulaufen. Oh, da ist es schon. Oh, aber guck mal. Zugewuchert. Da ist der nächste Schleichweg. Da haben wir Schwein. Heute mal nicht so eine große Aktion. Schon am Schwitzen, da ist es Tatsache. Wir haben es erreicht. Wow, auch schon richtig zugewuchert. Wow, Wahnsinn. Ein Betonklotz wieder mitten im Wald. Sieht man schon solche Rundsäulen. Das ist alles offen. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Bruchruine. So, die anderen beiden kommen auch. Decken irgendwie wahrscheinlich so dämmungmäßig. Und wir sind dann da durch den Wald durch, da vorne ist ein und dann sind wir hier runter geklettert. Das ist lang. Das geht so richtig lang da hinten weiter. Ach, Jack, aber war schon mal hier. Nur Rohbau. Du hast gesagt, du kennst das noch nicht. Ja. Das ist nur Rohbau. Nur Rohbau? Ja, genauso ja, aber, wie aber hier. Aber geil, hat schon irgendwie was. Ja. Und aufpassen, sind viele Löcher hier. Ja, Löcher sind hier. Genau, hier. Also manche Graffiti-Sachen sind ja geil gewusst, ne? Ja. Finde ich schon cool, hier so mit dem Grabstein da. Oh, das macht so einen Rundbogen, oder? Ja, das ist ja halbrund. Halbrund ist das, okay. Aber wir haben leider keine Information, wie lange das schon verlassen ist, ne? Die wollten bauen und bestimmt haben die keine Finanzmittel mehr gehabt. Finanz, genau. Okay. Ach, das war im Aufbau? Genau. Ach so. Also die ist nicht fertig gebaut worden. Ah, nicht fertig gebaut, okay. Wieder so eine Fratzke hier. Oh, ich gehe wieder ins Dunkle. Tatsächlich steht sogar noch eine Patentstütze. Ich bin verrückt. Ja. War hier schon ein Teil unter Wasser. Oh ja, das könnte wirklich mal, dass sie hier einen Fahrstuhlschacht bauen wollten. Oh ja, alles so mit Moos bedeckt, das sieht ja geil aus. Hier überall solche kleinen Räume. Vielleicht wollten sie hier die Toilette hinbauen. Ja, hier sollte ich aufpassen. Oh, das geht hier den ganzen Gang noch lang. Hier auch nochmal diese ganzen Räume. Oder vielleicht Toilette oder Umziehkabinen. Wollten sie vielleicht noch ein Schwimmbad bauen? Hier auch wieder. Oder ist es einfach nur so ein Schacht? Guck mal, da oben sieht man sogar noch die Bewehrung, die da aus dem Beton rausguckt. Also die haben das echt wirklich nicht weitergebaut. Ich komme mir gerade vor wie so ein Rundbunker. Ich war mal in Hamburg in so einem Rundbunker drin. Da sah das genauso aus. Oder wie in Rom, das Kolosseum. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Hier sind die Wasserleitungen, die Wasserschächte. Auch alles gar nicht zu Ende gebaut. Schon wieder eine Patentstütze hier. Guck mal, eine Wand komplett mit Ziegelsteinen zugemauert. Und hier der reine, nackte Beton. Hier, guck mal, an der Tür haben sie auch nochmal einen Balken reingemacht zum Abstützen. Haben sie dann auch nicht weitergemacht. Wieder ein Schacht.
muss man echt aufpassen, wo man hinlatscht hier. Oh, da sieht man. Da ist sogar ein Kriechgang, ne? Kriechkeller da. Ne, da gehe ich nicht runter. Hier schon wieder ein Ausgang. Können wir nochmal gucken. Oh ja, das sieht geil aus. Also zwei Etagen und guckt euch mal oben diese dicke, fette Betonkante an. Oh, hier geht's nach oben. Aber das machen wir gleich nochmal. Da im Wald auch noch solche Betonpfeiler. Einfach so hingelegt, mit Moos überdeckt schon. Hier schon ein Teil der Mauer eingebrochen. Die Natur holt sich alles wieder zurück. Boah, das ist aber mal ein Betonklotz, oder? Siehste, habe ich recht gehabt. Die wollten tatsächlich hier ein Schwimmbad hinbauen. Hier ist ein Schwimmbecken. Da ist sogar noch Wasser drin. Oh, da sind Frösche. Guck mal, da wollten sie die Blöcke hinbauen. Guck mal, alles so, ne? Beton, zack, und ja, noch nichts weiter gemacht da, ne? Genau, genau. Keine Fliesen, nichts. Gar nichts. Einfach nur der blanke Beton. Ja. Keine Fliesen, genau. Keine Fliesen, gar nichts. Ich denke mal, das sollte mal der Ablauf sein fürs Wasser, ne? Hier. Hier wäre dann wieder so ein Gullideckel gewesen, glaube ich. Oh, hier musst du aber. Oh, hier musst du aufpassen, nur. Was machen? Ja. Hier, 100% sicher, dass wir von hier gekommen sind. Guck mal hier, da wollten sie die Lampen reinmachen. Ja. Oder? Ja. Hier, überall die ganze Bewehrung, der ganze Stahl guckt noch raus. Gar nichts fertig gemacht. Das sieht eher aus wie so ein, ob das so eine Empfang, so eine Garage oder irgendwie sowas ist. So ein Vorbau. Selbst wie oben auf dem Dach wieder alles wächst, ne? Die ganzen Bäume, die Sträucher, jetzt wuchern die hier runter. Jetzt wäre mal echt interessant, warum hier Baustopp war. Ich glaube, ich kann das nicht so hundertprozentig erkennen. Ich glaube, hier sind alles mit Balken langgezogen, Schlitze drin. Und ich denke mal, dass hier die Dämmung drin war. Die ganze Halle hier halt ordentlich gedämmt. Wahrscheinlich, weil die da oben, vielleicht haben die ja so einen Tanzsaal oben gehabt. Oder wollten einen Tanzsaal da oben bauen. Oder allgemein wollten die das dann halt richtig gut dämmen. Selbst hier sieht man noch angefangene Mauern, so Grundrisse, die sie vielleicht als Wände hochziehen wollten. Ja?
Hier auch wieder so ein Schacht, überall diese Schächte. Ein nach dem anderen. Hier auch wieder. Hier waren wir vorhin schon mal. Hier sind die Aufzüge. Oder was ich vermute, dass sie hier Aufzüge bauen wollten. Hier sieht man auch, dass sie da irgendwas abstützen wollten. Hier wächst auch wieder was aus dem Beton. Eine Pflanze. Alles zugewuchert. Ganzer Treppenaufgang. Muss ich erstmal durchkämpfen, ja. Boah, hier, guckt euch das an hier. Dicke, fetter Stahl. Guckt hier noch raus. Wir sind auf dem Dach. Da vorne übrigens. Ach, da ist die nächste Decke. Da ist der ganz lange Flur, der hier so lang ging. Ja, da ist der See übrigens. Guck mal, hier guckt überall noch der Stahl raus, die Bewehrung. Und hier, das Hotel macht so einen Knick, so eine Rundung. Jetzt komme ich ja gar nicht in die erste Etage. Muss man auch verdammt aufpassen hier, wenn man lang geht. Gerade sowas ist immer sehr gefährlich. Da ist der nächste Treppenaufgang. Wollten die safe einen Fahrstuhl bauen. Da und da vorne auch bestimmt. Ja, das sieht aus wie so ein Gefängnis hier gerade. Alles so, oh Gott, hier. Echt vorsichtig sein. Geht's ja schon wieder ganz runter. Irgendwo muss man noch zur Etage kommen. Ja, hier geht's zur Etage. Boah, aufpassen. Wirklich aufpassen hier. Guck mal, da oben sind wir eben gerade lang gelaufen. Ich fülle mal lieber nicht so weit nach oben. Man muss wirklich hier unten auf die Löcher aufpassen. Kommt ein Loch nach dem anderen. Da will man hier nicht unbedingt reinfallen. Aber das ist schon krass. Guckt euch das an da. Hier haben die schon Feuer gemacht. Ganze Spraydosen hier. Man kann auch gar nicht so einschätzen, was hier gibt. Ja, Flur ist klar. Wo sollten hier die Zimmer hin? Ich glaube nicht, dass hier Zimmer waren. Vielleicht wollten die da oben. Ja, weiß man ja nicht, ob die noch weiter hochbauen wollten. Keine Ahnung, weil der Stahl guckt ja oben aus dem Dach auch noch raus, ne? Aber hier, das hat irgendwie keine logische... Irgendwie, guck mal, das könnte ein Saal gewesen sein. Unten ist ja das Schwimmbad. Hier mit diesen schönen, runden Betonsäulen. Hier sieht man schon, dass der ganze Moos auf dem Beton sich abgesetzt hat. Noch eine Wasserpfütze. Oh, da läuft sogar das Wasser noch vom Dach hier runter. Ob das so gewollt war, dass das hier so alles voll wächst? Vielleicht so eine Naturplantage hier oben auf dem Dach? Also hier werde ich auch auf jeden Fall nicht drauf gehen. Da siehst du nämlich überhaupt keine Löcher mehr. Hier ist übrigens der Baum, wo wir vorhin ein Foto gemacht haben, was so aussieht wie eine Leiter. Vermute mal Toilette. Hier wollten sie wohl eine Toilette hinbauen, mit Waschbecken. Hier
Pissoir vielleicht? Ja, für den Saal. Hier ist schon ein bisschen Mauer eingebrochen. Da auch. Hier könnte die Damentoilette gewesen sein, weil der hat mehrere Kabinen. Hier auch sehr geil gemacht. Ein Strauß, der den Kopf ja nicht in Sand, sondern in den Beton hält. Ja, oder so ein Schacht. Geht's auch wieder oben auf dem Dach. Das ist ja nicht komisch, oder? Was sagt ihr? Guck mal, da sieht man schon, dass da so ein Knick macht, ne? Also ich weiß ja nicht, hier überall diese Betonpfeiler dazwischen, wollen doch hier nicht irgendwie Zimmer hinbauen, oder? Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Also das ist echt schleierhaft. Okay, auf der Karte steht Hotel, vielleicht war das ja wirklich für was anderes vorgesehen. Aber was? Das ist aber auch geil. Hier, ist das nicht Antje von NDR? Oh, wie hieß der nochmal? Hier ist auch nochmal eine Treppe nach oben. Können wir mal schauen. Huhu. Hallo. Boah, krass. Ich finde sowas auch interessant. Auch mal einen kompletten Rohbau zu sehen. Ist mal was anderes. Boah, hier, wie die Sonne hier reinstrahlt gerade. Boah, hab ich mich erschrocken. Da könnte vielleicht was Interessantes sein. Gehen wir mal hin. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Dokumente finden werden, oder? Vielleicht so ein Bauauftrag oder sowas? Schon wieder gerade erschrocken. Alter, ist das geil gemacht, oder? Das ist ja mega geil gemacht, finde ich. Da haben die sich echt was einfallen lassen. Ah, nee. Schade. Einfach nur gelbe Blätter, schade. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht irgendwelche Notizen, Bauantrag oder keine Ahnung, Bestell, Lieferschein. Nee. Ich glaube, da werden wir heute keinen Erfolg mit haben. Oh, hier sieht man schon. Hier hat es aber gebrannt. Ist aber ein bisschen merkwürdig. Oder findet ihr das nicht? Dass es auf einmal da oben anfängt zu brennen? Oder standen hier noch irgendwelche Sachen? Guck mal, hier auch noch so eine Mauer so mit Säulen. Wahrscheinlich auch mal angefangen zu mauern und dann nicht fertig gemacht. Ja, wieder so eine Abstellkammer, hier ist auch noch eine Säule. Ah, hier sieht man das da oben, ne? Haben sie wahrscheinlich in Brand gesetzt, oben. Wie haben die das gemacht? Also hier sehen wir auf jeden Fall ein Fernsehen. Wow, ich entdecke wirklich noch ein Gerät. Der Gerät. Ich denke mal, das war ein Fernsehen, oder? Ja. In der letzten Ecke finde ich tatsächlich noch ein Fernsehen. So, ich gehe noch mal nach oben. Das sah nämlich auch cool aus da oben. Kann ich nicht lesen. Das meinte ich hier. Auch wieder so das gleiche wie ganz da hinten wieder, ne? Auch wieder so ein großer Saal.
Ich fand es auf jeden Fall doch interessant. Wie gesagt, auch wenn es nur reiner Betonklotz ist. Man kann ja nicht immer gute Lost Places haben, Locations. Schon irgendwie cool, das Gebäude. Hier auch an der Betonwand, das finde ich voll cool gemacht so. Aber das haben sie noch nicht mit der Spraydose gemacht, das haben sie doch angemalt, oder? Guck mal, über so kleine Bilder, hier nochmal etwas größer und da oben auch nochmal zwei kleine. Hat irgendwie was, ne? Guck mal, und ich denke mal, dass das hier so eine Ablaufrinne war. Das kann ja. Ne? Dass hier das Wasser lang gegangen ist. Und ja, hier dann wieder irgendwo rein im Schacht. Genau, hier sollte noch eine Etage sein. Ne? Ich glaube, was auch sein kann. Ah, nee, nur wer weiß, wie viele Etagen die noch bauen wollten. Vielleicht wollten sie ja noch zwei weiter hochbauen. Genau. Ja, schade, dass wir jetzt keinen Bunsenbrenner mit haben und ja, hier hätte man echt schön Kaffee in der machen Sonne können. Jetzt hier sitzen. Ist alles im Auto wollen, aber naja. Nächstes Mal. Ja. Genau, was uns jetzt gerade aufgefallen ist, hier die Treppen. Guck mal, ist das eine Fehlkonstruktion gewesen? Die sind so schmal und da sind sie etwas breiter. Das ist doch nicht normal, oder? Weißt du, was das ist? Ich erkläre dir das jetzt. Pass auf. Was ist die Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus? Okay, bin ich jetzt mal gespannt. Und? Ich erkläre dir das später. Der war gut. Obwohl, warte mal. Die sind gleichen. Das sind die gleichen. Ja, das war jetzt nur so Perspektive. Ja. Das ist merkwürdig, ne? Ja. Wie kommt das denn da oben zustande? Weißt du? Ob das da jemand oben noch gefackelt hat? So aus, als wenn da irgendwie so eine Konstruktion aus Holz. Da ist Holz, ja. Wenn so eine Holzkonstruktion da drin ist. Und die hat. Ja, aber wie kommt man da hin zum Kuckeln? Also hat da jemand was hochgeschmissen? Wer war? Also, es kann gut sein, ich weiß auch nicht mal, was das für ein Zeug ist da. Ich denke mal, da war auch so Dämmung drin. Bestimmt. Ja, auch wenn es nur Beton und Stahl zu sehen gab, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch bei Jack und Kätzchen vorbei. Ja? Okay. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Auf meinem Kanal wieder. Wir gehen jetzt auch nämlich auf die 40.000 zu. Oder ich habe sie schon erreicht. Weiß ich nicht. Aber dafür war es eine coole Location eigentlich, oder? Mal was anderes. Also ich fand es richtig geil. Ja, also ich fand es auch cool. Wir haben auch viele Fotos mal gemacht diesmal. Ja, ja, definitiv. Vergessen wir auch immer, Fotos zu machen für Instagram. Schaut auch gerne mal vorbei. Hinter der ist der Elefant. Oh ja, Tatsache. Ja, ist schon coole Graffitis, haben die hier schon. Bei den Treppen habe ich mich vorhin erschreckt, ne? Da ist auch so ein Muckel mit roten Augen, boah, voll zusammengezuckt. Aber ich weiß nicht, ob das mal wirklich ein Hotel oder vielleicht Pension. Kann so mit so Altenheim. Hier, Altenheim. Ja. Ah, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Abschalten jetzt, bis zum nächsten Mal.